Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenogears. Ja, ich muss mich leider entschuldigen, dass ich mich jetzt etwas länger nicht mehr habe melden können, aber ich habe mir jetzt erstmal einen neuen Game Controller besorgt und ich habe meinen kompletten PC-Arbeitsplatz vom Platz her umgebaut und alles, was natürlich dazu führte, dass ich nicht gleich weitermachen konnte, was die ganzen Videoaufnahmen angeht. Aber gut, ich denke mal, es gibt eindeutig Schlimmeres. Ich hoffe, ihr mögt es mir verzeihen, dass ich mir da ein bisschen Zeit rausgenommen habe. Ich habe aber wenigstens in der Zwischenzeit seit dem letzten Video noch ein kleines bisschen gelevelt. War zwar nicht wirklich viel, aber man sieht, wir haben unseren ersten Deathblow erhalten. Raijin. Dafür mussten wir halt, was war das, ich meine Level 6 erreichen. Und man sieht, er macht schon echt gut Schaden. Kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Warte mal. Denn es ist ja nicht nur davon abhängig, dass wir die richtigen Kombinationen eingeben, sondern es ist natürlich auch davon abhängig, was für ein Charakterlevel wir haben, ob der Deathblow in dem Moment überhaupt schon gelernt wird oder nicht. Natürlich auch die ganzen Hop-Jerkies und so weiter, die ich da jetzt in der Zeit gesammelt habe. Lass mich hier weg! Lass mich hier weg! Wo will der denn jetzt hin? Na? Wow. Ist ja gut. Na, das hat uns jetzt nicht wirklich geholfen, dass der Felsen da aus dem Weg ist. Oder? Werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt doch ein bisschen Schaden durch diesen blöden Felsen genommen. Naja, machen wir erstmal hier die Kämpfe noch weiter. Ja, was gibt sonst noch eigentlich zu erzählen? Nicht wirklich irgendwas. Wenn man bedenkt, jetzt endlich bin ich von meinem Wohnzimmertisch auf einen normalen Schreibtisch umgezogen, was meinen PC angeht. So dass natürlich auch die Aufnahmen für mich jetzt endlich wesentlich angenehmer sind. Und im Moment, ja, wen es interessiert, ich erzähle es einfach mal so nebenbei, während wir hier die Kämpfe machen. Ich habe einen Kater zur Pflege bekommen, weil ein paar Bekannten von mir im Moment wohl umziehen wollen und ihrem Kater den größten Teil dieses Umzugsstresses ersparen wollen. Ich denke mal, jeder, der Katzen hat oder mal hatte, der weiß, wie empfindlich Katzen auf solche Stresssituationen reagieren können. Und ich sag ganz ehrlich, mich hat es irgendwo gefreut, dass ich da jetzt einen Kater übernehmen konnte und dann einfach mal hier ihn zur Pflege habe, um halt hier auch für meinen Kater dann ein bisschen Gesellschaft zu haben. Denn ich habe ja sowieso schon überlegt, ob ich mir nicht einen zweiten Kater oder eine Katze halt wieder anschaffe, damit mein Kater hier nicht komplett alleine ist. Aber naja, man kann es sich ja nicht ganz aussuchen. Und natürlich kosten die Tiere auch ein bisschen Geld, weswegen man da natürlich immer ein bisschen nachschauen muss. Was gibt sonst noch zu erzählen? Eigentlich nichts. Im Moment regnet es hier grauenvollst. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, ja, ich konnte mir eigentlich die Nachmittagsdusche dadurch schon quasi ersparen, könnte man sagen. Das Wetter hier ist gerade echt nicht angenehm. Und ja, drückt mir die Daumen, dass das Wetter wenigstens in den nächsten Tagen wieder etwas besser wird. Denn hier eigentlich jetzt als Pflanze enden wollte ich nun auch wiederum nicht. Wir können eigentlich nochmal kurz schauen, wie der Status für unsere Deathblows ist. Oh, ah ne. Das waren nicht Abilities, das war Status und dann Skills, genau. Da sehen wir zum Beispiel Zenretsu. Steht auf 100%. Aber wir haben da noch nicht gelernt. Das heißt, wir haben zwar die Voraussetzungen erfüllt, von wegen oft genug eingesetzt und gelernt. Aber, jetzt kommt nämlich der große wichtige Punkt dabei, wir haben das Level noch nicht für den Skill. Deswegen, ja, dürfen wir ihn halt noch nicht benutzen. Mal ganz abgesehen davon, dass der Deathblow 5 Punkte kostet, die wir im Moment eh noch nicht haben. Aber gut, gehen wir mal hier weiter. Achwa. Felnarantak. Rana Kalti. Throw down your weapon. Make one wrong move and I'll shoot. Was zum Henker? Dreh dich um.
Ich sagte, dreh dich um. Komisches Mädel. Und nein, wir spielen nicht irgendeine komische Hinterwäldler-Version oder sonst irgendwie was. Das hat seine Gründe, warum wir sie am Anfang nicht verstanden haben. Das werdet ihr aber noch merken. Hast du Angst? Sei ruhig. Du scheinst nicht einer dieser Kislev-Soldaten zu sein, welche hinter mir her sind. Nicht bewegen. Ich habe die Anordnung, sämtliche erdgebundenen Lämmer, welche mit mir in Kontakt treten, zu töten. Das ist Teil meiner Mission. Das ist nichts Persönliches. Ich habe eine Frage an dich. Wie komme ich hier aus diesem Wald raus? Hast du dich verlaufen? Beantworte mir einfach nur die Frage. Wie komme ich hier raus? Tut mir leid, aber ich such den Weg hier raus selbst. Oh. Da hört man schon, wie die beiden Kader sich verstehen. Wie lange willst du jetzt noch da stehen und mich so anstarren? Wenn du mich erschießen willst, dann beeil dich und tu es einfach. Das war eine seltsame Art, das zu sagen. Verstehst du nicht die Situation, in der du dich gerade befindest? Mir ist meine Situation doch vollkommen egal. Ich bin doch nur ein Mensch, dessen Leben wertlos ist. Es gibt doch sowieso keinen Grund mehr für mich weiterzuleben. Bleib stehen. Auf was zielst du denn? Hier hinschießen. Na komm schon. Willst du mich jetzt veräppeln? Du bist ziemlich verrückt. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du solltest wenigstens ein bisschen wehren. Was ist das? Wer bist du? Halt! Lass deine Finger von Ellie! Mit wem hat er jetzt geredet? Also, dass er mit den Gegnern geredet hat, ist klar, aber woher wusste er, wie sie heißt? Und wohlgemerkt, das sind für die Gegnerbeschreibung, nur fürs Protokoll, Waldelfen. Wie man sieht auch, Forest Elves. Fragt mich nicht, wie das Waldelfen sein sollen, aber gut, für dieses Spiel sind Elfen also nicht grazil, schön und toll anzusehen, sondern, ja, relativ hässlich, ghoulmäßig. Geht's dir gut? Halt durch! Gut, endlich bist du wieder aufgewacht. Du hast dich so lange nicht bewegt, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe. Jetzt will sie gar nicht mehr mit uns reden, oder was? Wie fühlst du dich? Jupp. Möchtest du mich immer noch umbringen? Dann mach's doch endlich und erschieß mich. Aber du solltest es besser nicht tun, solange wir hier in diesem Wald sind. Diese Waldmonster mögen nicht unbedingt laute Geräusche. Na gut, wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann lass es halt. Aber es würde nicht schaden, mir wenigstens dafür zu danken, dass ich deine Wunden versorgt habe. Danke. Aber du hättest mir nicht helfen sollen. Glaub nicht, dass das dein Leben noch retten würde. Es ändert eigentlich gar nichts. Vor was hast du denn solche Angst? Ich habe keine Angst. Ich bin nur vorsichtig. Es ist auch nur natürlich für mich, dass ich so vorsichtig bin, wenn man bedenkt, unter was ich diesem Erdbewohner, diesem Lamm, begegnet bin.
Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon nichts tun. Außerdem, du bist doch viel seltsamer als ich. Hä? Also, wie ist dein Name? Ich werde meinen Namen keinem Erdbewohner, einem Lamm geben. Wie sind wir Lamm? Was? Er fragt gerade dasselbe. Sag mal, was hat es mit diesem Lamm eigentlich auf sich? Wir sind beide hier in diesem Wald, haben uns verlaufen, sind von wilden Monstern umgeben. Sollten wir nicht wenigstens so lange miteinander kooperieren, bis wir hier draußen sind? Okay, also, wie ist der Name? Es wird ziemlich schwierig für uns, miteinander zusammenzuarbeiten, wenn wir nicht wissen, wie wir heißen. Wie dem auch sei, mein Name ist Fei Fong Wong. Du kannst mich auch einfach Fei nennen. Ich bin El Haim. Aber meine Eltern nannten mich Ellie. Ellie, hä? Irgendwie wusste ich das schon. Was soll's? Es ist zu gefährlich, durch diese Teile mitten in der Nacht zu wandern. Lass uns bis zum Morgengrauen warten und dann einen Ausgang suchen. Ist das für dich okay? Wir haben doch keine andere Wahl, oder? Alles klar dann, Ellie. Wie wäre es, wenn wir uns etwas zu essen machen? Aus was auch immer. Wir sitzen immerhin mitten in einem komischen Wald. Und wir haben uns keinen Proviant eingepackt. You must be lonely here by yourself. Fei. 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 Ein etwas seltsamer Traum, wenn man mich fragt. Also ich würde sowas sogar eher Albtraum nennen. Guck mal, wo das noch hinführt. Bist du endlich wach? Ja, sie läuft uns jetzt nicht nur hinterher, sie hüpft auch ganz fröhlich immer mit uns. Und zwar haben wir Ellie jetzt wirklich auch bei uns in der Party. Gott sei es gedankt. Man sieht auch Waffe, Magical Rod und eine Pilotenuniform. Okay. Skills. Deathblows hat sie gar keine. Ganz toll, aber sie hat Abilities. Und zwar ist sie weniger stark im normalen Angriff, sondern eher etwas für die Elementarmagie, also Anemo Bolt, sieht eine Blitzattacke, also mit Windelement, Thermo Cube für Feuer, Aqua Ice sollte klar sein, Wasser und Terra Lance Erdattacke. Sie ist also quasi so der Caster unserer Gruppe. Merkt man ja auch alleine schon an den Ether Points, also an den EP. Weil sie liegt immer ein paar Level hinter uns und hat trotzdem wesentlich mehr EP als wir jetzt schon. Okay, was heißt wesentlich zwei mehr? Aber das hilft uns immer noch nicht weiter, weil wir sind immer noch nicht aus diesem blöden Wald hier raus. Mal schauen. Weg nach oben. Pass auf die Klippen auf. Was für Klippen? Na, so ungefähr. Nee. Na, okay. Da geht's nach Lahn. Nein, geht's nach Ave. Da wollen wir doch mal nach Ave, weil nach Lahan brauchen wir nicht. Hey! Hey, hier geblieben. Das war mal wieder der typische Fail von mir. Dass ich es mal wieder schaffe, irgendwo runterzufallen, wo man eigentlich nicht hätte runterfallen müssen. Wenn man richtig hingucken würde, was man denn hier überhaupt macht. So,
Jetzt kriegst du erstmal auf den Deckel, damit Ellie noch ein paar EP kriegt. Vielleicht kriegst du ja sogar noch ein Level up. Dann wär's ja. Nee. Faye, du verteidigst jetzt mal. Denn auch wenn Ellie eigentlich eher eine Casterin ist, hat sie trotzdem ein paar Deathblows. Und da fangen wir jetzt dann auch gleich mal drauf an, ein kleines bisschen zu trainieren. Leider Gottes ist ihre Verteidigung nicht wirklich gerade die überragendste. Also da könnte auf jeden Fall mehr sein. Schauen wir mal, wie weit wir das bei ihr mit den Deathblows hinkriegen. Deswegen ich ja jetzt... Oh nein, nee, 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 nee. Du solltest eigentlich nicht angreifen, aber ist okay. So, jetzt aber Ellie. Ja, was hat es jetzt mit diesem Traum eigentlich auf sich, den Faye gehabt hat? Schwierig zu sagen. Glaub mir, es klärt sich im Spielverlauf alles noch auf. Ich will jetzt nichts vorausnehmen, weil das doch auch für die Geschichte nicht ganz unerheblich ist. Könntest du mal aufhören, Faye die ganze Zeit die HP abzuziehen? Irgendwann sollst du auch mal umfallen, Junge. Man merkt doch schon, Ellie ist nicht gerade die Allerschnellste. So, hoffentlich reicht das jetzt auch so langsam. Nee, doch. Ich dachte schon, das reicht nicht mehr. Um 26, ja, ganz klasse. Das hat dann immer noch nicht fürs Level Up gereicht. Nicht wundern, was hier gerade los ist. Die beiden zanken sich scheinbar wieder. Und da haben wir schon wieder einen Save-Punkt. Den nutzen wir doch auch gleich mal. Einfach nur mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Nein, ich habe keinen Rasen mehr hier. Himmelsherrgott. Kann man ja echt noch meinen, die zoffen sich da bald noch richtig. Hoffen wir mal, dass die beiden noch rumkommen. Drück mir die Daumen, dass die Karte sich hier nicht gegenseitig noch zerfleischen. Was haben wir da? Ein Überlebenszelt. Das ist doch schon mal auf jeden Fall was wert. So, jetzt liegt da unten noch so ein Beutel. Hol ich mir? Nee, den hole ich mir jetzt nicht. Oder? Ach, nee. Oder? Doch. Ich kann sowas nicht liegen lassen. Geht nicht. Ein Aquasol. Ganz genau. Jetzt kriegen wir so langsam nämlich auch unsere interessanten Items. Wie wir wissen hier, ist der 50 HP. Kann im Gegensatz zu den Hop-Jerkys und so weiter allerdings auch im Kampf verwendet werden. Und das ist das, was das Item gerade so interessant macht. Jetzt müssen wir halt nur nochmal den ganzen Weg hier wieder hochjoggen. So. Oh, das ist ein Traum jetzt mit dem neuen Controller. Dann geht Steuern endlich mal wieder richtig butterweich von der Hand. Es sei denn natürlich, man guckt nicht, wo man hinläuft. Dann passiert sowas. Upsa. Da oben stehen nochmal zwei. Vielleicht sollte ich denen auch mal irgendwann einen Besuch abstatten. Erstmal müssen wir jetzt hier hoch. Dann gucken wir mal. Ihr wollt mir doch irgendwas... Bleibt ihr. Ach, dann geht doch. Wenn ihr mich nicht mögt. Ihr hättet das aber auch einfach sagen können. Blöde Gegner. Die Kamerasteuerung, dass es sich hier übrigens die ganze Zeit so hin und her schwingt wie wahnsinnig, das bin ich selbst. So, da werde ich jetzt aber doch mal etwas aggressiver reingehen. Denn die Jungs haben schon etwas mehr Power. Und ich will eigentlich jetzt nicht großartig hier Items verschwenden. Um hier irgendwas machen zu können. Oh Mann, ey. Tut mir leid, wenn ihr hier gerade ein bisschen so den Terror von den beiden Katzen mitkriegt. Damit haben sie irgendwann gestern Abend angefangen. Dass da auf einmal irgendwie der totale Durchdreher ist. Haben sich jetzt seit einer Woche, habe ich ihn jetzt. Und gab bisher eigentlich keine Probleme. So, ihr kommt da nicht runter. Dann schieße ich euch runter. Man hört's richtig, was da los ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum können sich Katzen eigentlich nie vertragen? Muss mir echt mal einer erklären. Naja, wird sich mit Sicherheit noch irgendwann erklären. Und Ellie hat ihr Level Up. Sehr schön. 5 HP. Und auch schon Attack. Ether 1 hoch. Und das scheint dann auch schon der Ausgang zu sein. Faye?
Gestern hast du gesagt, dass dein Leben wertlos war. Was hast du damit gemeint? Warum fragst du? Warum? Gestern sah es so aus, als wolltest du einfach nur noch sterben. Meinst du nicht, dass es was, worüber ich mich wundern sollte? Sag mal, wie bist du hier in diesem Wald überhaupt gelandet? Das, meine liebe Ellie, wird er dir in der nächsten Folge erklären. Bis dahin, Leute, alles Gute und tschö tschö.